Workout. Heute dabei mit die Sophie. Hallo. Hallo. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Video schon gesehen. Auch heute nutzen wir die Form des Intervalltrainings. Ja, ich nutze hier eine App, wo du dann genau sehen kannst, wann starte ich mit meiner Übung, wann habe ich meine Pause. Die werde ich dann gleich im Hintergrund zur Musik mitlaufen lassen. Ganz kurz zu dem, was wir heute vorhaben. Wir sind in einem knackigen Bauchworkout. Das Ganze geht um die 10 Minuten. Das heißt, kurz und knackig. Wir werden 30 Sekunden immer in der Übung sein und 15 Sekunden Zeit haben, um die neue Übung zu erklären. Ich denke mal, dass wir direkt starten können. Das heißt, ich mache einmal die Musik an. Ihr dürft euch bereit machen. Tada. Und dann geht's los. Okay, ready? Wir gehen erst einmal in die erste Erklärung der Übung hinein, weil es dann direkt startet. Das heißt, du darfst dich einmal auf den Händen positionieren, Schultern über den Händen verankert. Die lange Position, von hier aus gehst du in einem langsamen Tempo diagonal mit den Knien Richtung Hand. Ja? Der Mountain Climber darfst noch einmal kurz ablegen, denn wir starten jetzt. Komm, zack. Ja, das Ganze darf kraftvoll sein. Fokus natürlich auf den Bauch, das heißt, auch hier heißt es Spannung halten. So, 15 Sekunden hast du schon, ja? Sophie ist ganz selten in ihrem Tempo, die Spannung hält sie, dabei bleibst du. Ja, es gibt kein Aufgeben, sondern nur ein Durchhalten. 3 Sekunden. So, locker in den Seitstützkorb, ja? Such dir eine Seite aus. Schulter über dem Ellenbogen, lange Beine oder auf den Knien. Ich gehe mal auf die Knie, zieh dich hoch, Arm geht nach oben. Von hier aus Bewegung, drück dich hoch. Achte darauf, dass du wirklich in einer Linie bist. Ja, gerne deine Variante finden. Hoch. Nutze deine Atmung, wenn du dich nach oben pushst. Zack. Ja, seitliche Rumpfmuskulatur gehört auch auf jeden Fall mit zu deinem Bauchtraining. So, die letzten Sekunden. Tack. Tack. So, halte durch. Und rest. Komm auf die Unterarme, du bist schon perfekt positioniert für deinen Plan. Ja? Das heißt, das ist der Plan. Keine Zelte, keine Hände drücken, sondern hier fest, wie ein Brett. Wenn nichts mehr geht, Knie ablegen. Los geht's. Halte. Drücke dich kraftvoll aus dem Boden raus. Nimm alle Spannung in dich hinein. Hier ist es ganz gemütlich. Ja, vom Gefühl gar nicht so viel Bewegung drin. Ist natürlich auch so. Aber sehr, sehr kraftvoll. 5 Sekunden. Mach dich schon mal bereit. Und locker dich. So, einmal der Seitstütz auf der anderen Seite. Das heißt, du kannst dich vielleicht einfach umdrehen, wenn du möchtest. Wir drehen uns zu dir. Position die gleiche. Jetzt wirst du merken, deine schwache oder deine starke Seite. Position einnehmen und los geht's. Schieb dich wieder hoch. Hoch. Ja, die Ausatmung hilft dir wieder, die Spannung mitzunehmen. Hoch. Tack. Tack. Auch hier hast du über die Hälfte schon geschafft. Zack. Zack. Wenn nichts mehr geht, halten. Locker. Wir kommen wieder in die Plank Position. Für den Rainbow Plank. Rainbow Plank heißt, du schiebst deinen Rumpf von Seite zu Seite. Ja? Kurz noch Zeit. Position. Los geht's. Sei groß, kannst fast bis zum Boden kommen. Das ist deine letzte Runde hier im Stütz. Ja? Das heißt, durchhalten, danach geht's auf den Rücken. Die letzten 10 Sekunden. Komm, Zähne zusammenbeißen. Tief. Tief. 3 Sekunden. Und schnell auf dein Gesäß. Rückenlage.
Ferse steht auf, Hände hinter den Kopf, Schultern weg vom Boden, such dir einen Punkt und crunch dich hoch. Ja, der normale Crunch. Immer die Spannung halten. Los geht's. Komm. Das heißt, du legst dich gar nicht mehr richtig ab, sondern bleibst oben. Hoch. Nutze auch hier wieder deine Ausatmung. Hochziehen. Jump. Hoch. Hoch. So, ich kann so viel sagen. Fast die Hälfte ist schon geschafft. Hoch. So, locker dich kurz. Wir gehen in die Diagonale, halten die Position. Die Schulter möchte Richtung Knie. Diagonal hebst du dich an. Ja, nicht hier Ellbogen Richtung Knie, sondern Schulter. Große Range of Motion, los geht's. Das heißt, großer Weg. Und hoch. Auch hier Schultern immer weg vom Boden. Halte die Spannung. Komm. Hoch. 13 Sekunden. Zieh durch. Die Ellbogen bleiben hinter. Zieh. Zack. Hoch. Lösen. Knie an dich heranziehen. Schultern gleich wieder wegnehmen. Wir öffnen. Langsam und schließen langsam. Okay? Mach dich bereit. Let's go. So, wenn du sagst, hey Leute, das ist irgendwie zu wenig, gehst du in den Großen. In die große Bewegung. Ja? Schau, was geht. Auch hier heißt es durchhalten, ja, der Bauch brennt so langsam, aber es ist was geschafft. 3 Sekunden, ein letzter. Komm nach oben. Der Russian Twist, Fersen aufsetzen, zieh dich nach hinten, der Rücken bleibt lang, stolze Brust. Du rotierst von Seite zu Seite. Wenn du etwas mehr möchtest, Fersen heben. Ja, let's go. Hier, gern den Boden berühren. Folge mit deinen linken Händen. Ja, so wird es gleich noch etwas größer. Tuck, tuck. Ich hoffe, du spürst deinen Bauch schon so ein bisschen. So wie geht es dir noch? Sehr gut. Sie spürt auch schon was. So, 5 Sekunden. Und ein letztes Mal ablegen für die allerletzte Übung. Beine heben, Arme heben, auch hier Schultern weg und push dich hoch. Ja, die letzte Übung. Hab noch kurz Zeit. Position, los geht's. Komm, die letzten 30 Sekunden für heute. Gib nochmal alles. Versuch die Fußspitzen zu berühren. Tuck. Tuck. So, deine letzten 10 Sekunden. Jetzt heißt es kämpfen. Danach war's das. 5 Sekunden. Und das war's. So, wenn du jetzt das Gefühl hast, dann gehen wir noch eine zweite Runde. Starte einfach mal von vorne. Ansonsten hast du ein schönes Bauchworkout geschafft. Wir merken es auf